www.deinefreizeit.com. Das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises macht Lust auf Ausflüge in unserer Heimat. Wir starten unsere heutige Folge Urlaubssonar in Altlosheim. Die Gemeinde liegt am Rheinbogen der Oberrheinebene und die hat so einiges zu bieten. Ich packe meinen Ronny und nehme mit mein Smartphone, ein Glasgefäß und Sportbekleidung. Das Handy brauche ich im Museum Autovision für die QR-Code-Führung. Einfach den Code scannen und Sie erhalten verschiedene PDF-Dateien und Animationen direkt auf Ihr Handy. Die Idee entstand während Corona, da verschiedene technische Stationen momentan nicht zugänglich sind. Mit den 17 Stationen können die jungen Besucher zudem mehr über die Meilensteinerfinder lernen. Dafür hat das Museum eine extra Rallye zusammengestellt, auf der es 120 historische und innovative Fahrzeuge zu entdecken gibt. Von der mehr als 200 Jahre alten Laufmaschine bis hin zum wasserstoffbetriebenen Zukunftsauto. Wenn wir chronologisch vorgehen, dass die Vorkriegsausstellung der Marke NSU wohl die weltgrößte ist. Wir haben die weltweit einzige Wankeldauerausstellung. Und wo wir hier stehen natürlich, das sehen wir schon an den sehr schönen Autos. Wir haben die letzten französischen Bugattis, wo also auch Einzelstücke dabei sind, die Sie sonst nirgends sehen. Nicht nur das Museum Autovision, auch Schnuteputzers Friseurmuseum bietet den Besuchern in Altlosheim sehr spezielle Einblicke. Aktuell hat es durch die Corona-Beschränkungen aber noch auf bestimmte Zeit geschlossen. Dafür kommen Naturfreunde in der Gegend voll auf ihre Kosten. Beispielgefällig die Sandhausener Dünen. Hier kommt mein Einmachglas zum Einsatz. Ich bin gespannt, was ich mir zur Erinnerung mitnehmen darf. Denn Sandhausen und seine Umgebung zählen zu den bemerkenswertesten Dünengebieten in Baden-Württemberg. Sie gehören zu der Schwetzinger Hart in der Oberrheinebene, die das größte regionale Waldschutzgebiet in Baden-Württemberg bildet. Auf welche seltenen Pflanzenarten treffe ich denn hier auf den Dünen? Es gibt eine ganze Reihe. Direkt vor uns sehen wir im Augenblick gelbblühend da vorne die Felsenfetthenne und dann hier vorne vor uns direkt den kugelköpfigen Lauch. Und was vielleicht ganz interessant ist, wenn wir uns den Lauch und die Stängel etwas näher anschauen, dann sehen wir hier kleine Schnecken, die daran hochgekrochen sind. Und das machen die Schnecken an warmen Tagen, um der Hitze am Boden zu entgehen, weil direkt am Boden kann es bis zu 70 Grad heiß werden und wenige Zentimeter höher ist die Temperatur schon erträglicher. Zu viel für uns, aber andere sind da unempfindlicher. So trifft man hier auf seltene Insekten, wie zum Beispiel eine Unterart der Grabwespe und die Heuschreckensandwespe, aber auch auf für uns weitaus bekanntere Zeitgenossen. Ein absolutes Highlight sind für mich hier die Ziegen. Aber für was werden die denn hier genau eingesetzt? Ja, die Naturschutzgebiete tendieren dazu, wenn sie gerade am Waldrand sind, wie hier der Pferdstrieb Süd, dass sie zuwachsen. Und Ziegen kann man ganz gut einsetzen, um die Gebüsche zurückzudrängen, weil die sehr effizient in kürzester Zeit das ganze Gebüsch und die Blätter abfressen. Und das müsste man sonst von Hand machen, was sehr viel aufwendiger wäre. Und neben herrlichen Eindrücken vom Spazieren darf ich mir als Andenken ein wenig Sand abfüllen. Und dann ist's vorbei mit Gemütlichkeit. Ich werde jetzt aktiv und dafür brauche ich meine Sportkleidung. Der St. Leoner See bietet Action pur für die ganze Familie. Wasserski, Wakeboarden oder einfach nur relaxen. Ich habe mich für Stand-Up-Paddling entschieden. Die Tipps bekomme ich vom Profi. Wir müssen die Boards auf die Seite kippen, nehmen jetzt das Board in die Hand und laufen tief genug ins Wasser, legen das Board dort ab und werden dann kniend auf dem Board die ersten Paddelschläge üben. Na dann ab ins Wasser und los geht's. Als Anfänger sollte man für eine bessere Balance ein breites Board nehmen. Und wer die findet, kann sich beim Yoga auf dem Board um das seelische Gleichgewicht kümmern. Übrigens, Stand-Up-Paddling ist auch auf dem Kollersee bei Brühl möglich. Mein Resümee: Natur, Action oder Entspannung. Die Oberrheinebene im Rhein-Neckar-Kreis bietet ein reiches Angebot an Attraktionen und Abwechslung. Weitere Ausflugstipps gibt's auf www.deinefreizeit.com, das Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises.